Nimmst du das hier überhaupt ernst? Na klar, aber ich will auch Spaß haben beim Kämpfen. Spaß haben. Das Recht, Spaß an einem Kampf zu haben, musst du dir erst verdienen, indem du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit stößt. Oh Mann, Zwergenfürst. Dieser Typ macht mir Angst. Dein Name ist Zwergfürst? Wer will das? Wissen. Du bist vorsichtig, das gefällt mir. Mein Name ist Gladio, mein Partner Null und ich trainieren unermüdlich am Stärkerwerden. Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge für Team Skull. Aber lassen wir das Gerede, jetzt wird gekämpft! Oh nein. Ich würde mal sagen, guter Start in den Part. Mit gleichem Kampf gegen Team Skull. Zwei Pokémon. Das dürfen wir hinkriegen. Komm, das machen wir schnell. Bin besiegt. Im Nu. Naja, bei Lindy bin ich mir da nicht so sicher. Komm, schaffst das trotzdem ein bisschen was. Gehst du hin. Super, das paralysiert. Schaff so viel du kannst. Das kann ich angreifen. Das ist gut für Lili. Los, Schlecker. Das wird was. Flügelschlag. Oh nein, scheiße, ich habe vergessen, Trank zu geben. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Einmal Trank hier. Einmal Trank. Vielleicht sogar ein super Trank. Hier, Supertrank. Ein Super hier aus Lindy. Wollen wir ja nicht verlieren. Die soll noch nicht sterben. Wenn möglich. Los, Schlecker, du kriegst es hin. Das war dein erster richtiger Kampf. Der erfolgreicher Kampf. Komm. Das ist zwar zäh, aber das kriegst du gepackt. Ich vertraue auf dir. Nee. Komm, Schleck ist tot. Immer noch. Ich weiß, du kannst es schaffen. Ja. Diplomat. Lies erste Erfolge. Typ. Du setzt als nächstes Typ 0 ein. Ja, ich möchte Pokémon wechseln. John, versuch du das mal. Ich weiß, du bist ein bisschen geschwächt, aber Typ 0 klingt ein bisschen. Wow. Das ist Typ 0. Oh. Geil. Feuerzahn. Zack. Kriegen wir hin. Nein. Oh, John wurde besiegt. Aber John stimmt nicht. Au. Lilly, du musst ihn jetzt rächen. Obwohl er eigentlich nicht stirbt, aber du stirbst selbst, wenn du ihn nicht rächst. Ja, ist ja klar. Wenn ich das Team wechseln muss, stirbst du automatisch, auch wenn du es nicht geschafft hast. Schlecker hat keine Wirkung. Na, wunderbar. Sagt man mir jetzt. Nein, Lili wurde besiegt und wir haben unseren ersten Tod auf der neuen Insel. Ja, haben wir nur noch 3 Teammitglieder. Los, Lehrer. Du schaffst es.
Z-Kraft. Komm, 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 komm. So schwer kann das doch gar nicht sein. Nein. Oh, fast alle KP hier weg. Komm, 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 komm. Näher hüllt sich in Z-Kraft. Komm. Hyper-Sprint-Angriff. Kennen wir von John. Komm, das muss was bringen. Komm, bitte. Will ich hier so viele Leute verlieren? Angst. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich nur noch ein relativ untrainiertes Ding jetzt hab. Welche Attacke wirkt denn da jetzt am besten? Feenbrise? Nein! Okay, ich habe so gut wie verloren. Ich habe nämlich keine... Ich habe keinen Beleber. Doch, ich habe einen Beleber. Ich habe einen Beleber. Ich habe einen Beleber. Los, John. John wird belebt. Der Kampf wird sehr knapp. Los, John. Du packst das. Angst um meinen Pokémon. Ich würde sagen, belassen wir das mal bei Lilly. Ich will jetzt nicht auch noch den Rest meiner Pokémon aufopfern. Lilly ist wirklich, ja, die ist hinne. Aber komm, es kann doch, ich würde es mal so sagen, es kann nur ein Mann im Team sterben während eines Kampfes. Los, Feuerzahn! Du kriegst das hin. Ich muss mal wieder aufladen. Super Tank. Boah, komm, wird dieser Kampf irgendwann zu Ende sein? Wird dieser Krieg irgendwann enden? Wer weiß es. Los, noch einmal Feuerzahn. Ja. Typ 0 besiegt. Erste Erlebnis mit Team 0. Boah, aber gerade so. Das war knapp. Ich kann dich nicht ausstehen. Zwangfass gewinnt 720 Punkte. Laut geht gleich aus dem Kampf gegen Typ 0 Trainer hervor. Das hätte ich aber besser wissen müssen. Das waren zu viele starke Gegner auf einmal. Ich bin nicht so weit. Starke Gegner? Ich rede von dir und deinem Freund Star. Sein Problem sind nicht seine Pokémon. Er will Spaß haben beim Kämpfen. Daran habe ich nichts auszusetzen. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen, dass er in einem echten Kampf gegen den Inselkönig hat er nicht mal den Hauch einer Chance hätte. Dass er nur aus Spaß kämpft, ist nicht weiter als eine feige Ausflucht. Oh, du kennst Opi. Und du findest, dass ich stark bin. Ich brech ab. Das große Gladio hat gegen ein kleines Kind verloren. Was für ein Loser. Och nicht, die schon wieder. Die kennen wir doch. War ja klar, dass ein herrenloser Streuner wie du nur eine große Klappe hat. Aber nichts dahinter. Am besten verziehst du dich hier einfach und überlässt das hier uns Profis. Och nein, 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 nein. Komm, davon rate ich euch ab. Was? Ihr könnt ja nicht mal gegen mich gewinnen. Bringt eure Pokémon nicht unnötig in Gefahr. Ihre Pokémon sind stark. Pah, wir sind den ganzen Weg hierher gekommen und jetzt sollen wir mit leeren Händen zurück. Dabei hatten wir das Herrscher-Pokémon vom Plätscherhügel von so gut wie in der Tasche, bis du uns dazwischen gefunkt hast. Aber was soll's? Komm schon, wir kratzen die Kurve. Ihr kennt ja das alte ausgelutschte Sprichwort. Flugs nach Haus, mein Kind, wenn Kramungs am Himmel sind.
Sperr mal die Nase auf, Gladio. Der Boss kann dich vielleicht gut leiden, aber du bist und bleibst unser Laufbursche. Du wirst nie zu uns gehören. Hast du das endlich kapiert? Da zieht er ab, der Blödmann. So, das hätten wir auch endlich. Danke, Zwergenfürst. Und dir auch, Mietzunder. Das haben wir wirklich toll gemacht. Und jetzt, wenn die Prüfung uns am Plätscherhügel bestehen will, muss ich meine Pokémon noch ein bisschen trainieren. Hier, Zwergenfürst, das wird dir bestimmt helfen. Halt die Ohren steif. Du hast das Item, da ist 3 Beleber. Gut, weiter geht's. Es hat ein bisschen gedauert. Ist Tag? Wie ist es so schnell Tag geworden? Egal. Ab ins Pokémon Center. Die Pokémon sind sehr geschwächt. Ja. Müssen wir schnell geheilt werden. Seltsam. Aber egal. Besorgen wir mal hier erstmal Kaffee. Oh, Sonderbonbon bekommen. Das ist schön. Das kann man gebrauchen. Gib es einem Pokémon, wenn du während der Inselmannschaft etwas Hilfe benötigst. Das kann ich dir bringen. Ach komm, hier gibt es wieder nur Kakao und Milch. Na komm, dann gib mir eine Milch. Eine Kumu-Milch. Die kennen wir doch schon aus Diamant und Platin. Diamant, Pearl und Platin, um genau zu sein. Wutkeks erhalten. Noch ein paar Pokébohnen erhalten. Darum geht's mir. Kann ich gleich mal die Pokepause benutzen hier, wo ich hier gerade stehe, ich mich hier in die Mitte. Im Pokémon Center. Das. Hallo? Da ist es ja. Gut, wo man seinen 3DS-Stift wieder verlegt hat. Und gleich meine Bohne hier. Zack. Ich kümmere mich mal um mein Mauzi. Aufwachen. So, ich war mal gerade ein bisschen fies. So. Wollt mal was ausprobieren? Was war das gesehen habe? Geil, habt das gesehen. Gut, so, weiter geht's. Pokepause wäre erledigt gewesen. So, das hätten wir. Und weiter geht's auf der Route Richtung Inselherausforderung. Daran müssen wir ja denken. Das wird jetzt passieren. Bei ihr? Hallo, mein Name ist Tracy. Ja, Tracy ist die Inselherausforderung. Genau. Ich bin der Captain des Plätscherhügels. Du siehst mir nach einem fähigen Trainer aus. Wärst du so gut, mir bei einer Sache zu helfen? Oh, sicher doch, ich will ja die Herausforderung bestehen. Fein, fein, dann folge mir bitte. Ja, dann würde ich mal sagen, folgen wir dir. Durchs hohe Gras. Mal sehen, was wir da für ein Pokémon haben.
Oh, ein Paras. Paras. Nee, ja. Und da geht's auch nicht lang. Ein Enton. Ich bräuchte eigentlich ein Wasser-Pokémon. Enton ist ein Wasser-Pokémon. Ich könnte es mir fangen. Aber nee, komm, ich will ein neues Pokémon. Ein Pokémon der ersten Generation, sondern ein Pokémon der 7. Generation. Oder zumindest der 6. oder 5. Generation. Und so ein blödes Enton. Flucht gescheitert. Was? Du verbietest es mir einfach zu fliehen. Na, warte. Gut. So, jetzt kommen wir hoffentlich hier gleich weiter. Ja. Und da sind wir. Schau mal, da drüben. Siehst du das? Und da, ich sehe es. Ist eine Quelle. Den Wasserwirbel dort meine ich. Ich vermute mal, dass er von einem unheimlichen starken Pokémon erzeugt wird. Und hier kommst du ins Spiel. Sei doch so gut und geh dem Wirbel bitte auf den Grund, ja? Natürlich sollst du nicht dorthin schwimmen. Stattdessen habe ich das perfekte Geschenk für dich, das auch deine Inselwanderschaft zum reinsten Badevergnügen machen sollte. Lapras kannst du nun per Pokémobilfunk herbeirufen. Nimmst du auf dem Rücken von Lapras Platz, kannst du dich übers Wasser fortbewegen. So gelangst du auch zu dem Wasserwirbel und kannst die Sache, der Sache für mich auf den Grund gehen. Na dann, nutzen wir mal Lapras. Zack. So, schwimm Lapras. Die Fische fliehen. Da muss das ja ein riesiges, großes Pokémon sein. Okay, was zum Henker ist das? Ich hatte jetzt ein Gyarados oder sowas erwartet, aber nicht ein Lusardin. Okay. Wie sieht das aus? Ich sehe das gar nicht. Zeig mir den Pokémon. So ein Fisch, so ein. Soll ich das jetzt fangen, oder? Naja, ich werde es zumindest mal besiegen. Fangen möchte ich es jetzt nicht unbedingt. Nicht wirklich. Habe ich keinen Bedarf. Danke, aber nein, danke. Lake. Okay. Ach so, ja. Lily wollte ich ja im Pokémon Center abgeben. Die dürfte eigentlich gar nicht mehr hier sein. Ups. Na dann, tun wir das gleich mal. Und suchen dann gleich eine neue Partnerin für John. Hätte ich fast vergessen. Habe ich es jetzt geschafft? Nach sowas, ein Lusardin war also der Unruhestifter. Wer hätte gedacht, dass ein so kleines Pokémon so viel Wirbel machen kann? Platsch, platsch. Oh, was ist denn das schon wieder? Aus der Ferne höre ich plötzlich ein noch lauteres Platschen. Was ist wohl diesmal der Grund dafür? Ein Mensch oder wieder ein Pokémon? Ist es ein Mensch? Ist es ein Pokémon? Nein, es ist Super Pokémon. Okay, ja. Bitte finde das doch mal für mich heraus. Ja, aber erstmal werde ich versuchen hier. Och nö, ein Trainerkampf. Erstmal wollte ich eigentlich versuchen, mal meinen Lilly in die RIP-Box zu legen. Ja. Hatte ich glatt vergessen gerade. Nee. War ein guter Zeit mit dir. Darfst du noch den letzten Kampf austragen? Das darfst du noch machen. Und Dartini besiegen.
Oha. Oder auch nicht. Ja, nochmal K.O. gegangen, da haben wir es auch nochmal gesehen. Dass es gestorben ist. Oh Mann, ich baue auch Scheiße hier. So, mach du das, John. Verdammt, du bist jetzt Witwer. Mein lieber John. Wir finden was Neues für dich. Keine Angst. So, da sind wir besiegt. Und ich halte auf dem Weg vielleicht gleich mal Ausschau nach einem neuen Partner. So, schneid mal kurz zusammen. So, jetzt wirst du in die Rest in Peace Box zu den beiden Mozis gelegt. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht sterben lassen. So, jetzt haben wir nur noch 3 Pokémon im Team. Zurück zur Herausforderung. Vielleicht fange ich mir einfach mal einen Enton. Komm schon, bitte. Wingull, weiblich. Ja. Yes, wird gefangen. So. Gut, ist sogar ein Wasser-Pokémon. Ein Wasserflug-Pokémon. Ist ja ultimativ. Ja, das ist ein Wasser-Pokémon. Beute. Wasser-Pokémon, der Partner von einem Feuer-Pokémon. Das wird interessant. So, Superball. Los! Zack! Eins. Zwei. Drei. Zack! Ja, wir haben ein neues Teammitglied. Wingull. Wie nenne ich's? Und wer ist Triot? Ja, ich muss ihm einen Spitznamen geben. Du heißt jetzt Carla. Carla wurde in das Item, in das Team aufgenommen. So, weiter geht's. Jetzt haben wir wieder ein vollständiges Team. Naja, 4 Pokémon. So, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir wieder rausschwimmen? Ach nein, noch ein Trainer. Na, den schaffen wir jetzt mit dem Team. Komm, schaff mal. Ein Pokémon, ach komm. Das haut hin. Machen wir Platz. Mit einem Feuer-Pokémon. Hypnose. Och nö. Pennst du jetzt nicht auch noch ein. So. John ist eingeschlafen. Dann tausche ich mal gegen Carla. Ich weiß, die ist noch ein bisschen geschwächt. Aber immerhin. Ich weiß, kann ich das erstmal testen. Carla, unser Flugwasser-Pokémon. Komm, kriegst du hin. Oh, Flügelschlag, das wird springen, denke ich. Und zack. Ach komm, noch ein bisschen. Komm, noch einmal Flügelschlag, dann haben wir's. Hältst du aus? Flügelschlag, zack! Und besiegt. Carlas erster Kampf. So, dann würde ich sagen, mache ich hier mal Schluss für diesen Part. Weiter geht's im nächsten. Neues Teammitglied. Ja, dann. Im nächsten Part und dann. Ja. Daumen nach oben, Abo da lassen
Und ja, habt noch einen angenehmen flossigen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bleber mit Tasche. Schluss. Nächster Part. Ciao, ciao.